Du verranzte Kacke, das darf doch nicht wahr sein. Ja, verpiss dich doch. Bestimmt so ein lebendig gewordener Man-Boob. Apropos Political Correctness, mal wieder Zeit dafür. Warum haben eigentlich Helden in Filmen keine Man-Boobs? Abgesehen davon natürlich, dass die nicht einarmig sind, davon natürlich, dass die nicht stiehlen, davon natürlich, dass Gandalf nicht Rollstuhl fährt und so weiter und ein Bein nachzieht oder was weiß ich. Abgesehen davon haben Helden einfach keine Man-Boobs. Außer Samwise Gamgee natürlich. So, ich laufe jetzt hier 10.000 Mal hin und her, weil ich mich nicht traue, hier weiterzumachen natürlich. Es fällt kaum auf. Ich mache dann hier mal... Ne, erstmal mache ich mal hier... Ich finde, es sollte mehr so von diesen Anti-Helden geben, eigentlich. So Helden, die nicht... Helden, die nicht unbedingt Bruce Willis sind oder die nicht unbedingt weiß ich nicht was sind. Sondern einfach ganz normale Anti-Helden. Warte mal, ein... 1, 2, 3. So ein bisschen wie Falling Down. Gut, der hat nicht geschielt, der hat jetzt auch kein Bein nachgezogen oder so, aber... Der geht schon ganz gut durch als Anti-Held. Da unten habe ich einen vergessen. So, und abgesehen davon war das Ende bei Falling Down ja auch ein anderes. Übrigens, wer den noch nicht gesehen hat, ne, Falling Down unbedingt gucken. Habe ich neulich wieder gesehen, finde ich immer noch sehr geil. Kann ich immer noch nur empfehlen. Und jetzt ist die Frage... Wir haben den Wolkenpalazzo abgerissen, ne? Aber ein Dorf aus Wolle? Ernsthaft? Wann ist es denn jetzt dazu gekommen? Von einer Steinstadt zu einem Dorf aus Wolle? Das kann es ja nicht sein. Das kann es ja nicht sein. Und hier wieder Holz machen, finde ich zu doof. Greifst du mich an? Gut, dein Glück, mein Freund, dein Glück. Aus seinem Kopf hätte ich mir ein neues Baströckchen geknetet. So, ich war vorhin bei Zombie-Apokalypse. Pipapo, Zombie, wie kam es dazu? Warum auf einmal Zombies überall? Tralala, Edward, lalala. Und da kam mir mal irgendwann... So dieser Gedanke... Da fiel mir heute wieder ein, heute habe ich diesen Film geguckt, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Warm Bodies, Entschuldigung, den habe ich heute gesehen auf Blu-ray und da fiel mir so ein altes Gedankenspiel wieder ein, wie das wohl wäre oder wie Zombies wohl die Menschheit so aus ihren Augen wahrnehmen. Ich laufe hier rum und mache nichts, es tut mir leid. Ob die dann genauso die gleichen Gedanken haben, boah, Alter, sind die hässlich oder boah, wie die stinken. Das ist ja quasi wie Verwesen, nur andersrum, wenn du denkst, die verwesen ja noch gar nicht. Weil Verwesen ja für die dann wiederum normal ist eigentlich. Weißt du, was ich meine? Das ist genauso wie Asiaten. Ne, also die verwesen jetzt nicht oder so. Zumindest will ich das stark hoffen für die Asiaten, dass sie es nicht tun. Nein, sondern es ist so, für Europäer sehen Asiaten im Grunde genommen sehr oft sehr gleich aus. Es fällt schwerer. Es fällt dem Europäer schwerer, Asiaten zu unterscheiden, als es dem Asiaten unter sich fällt. Aber das ist gar kein Rassismus. Nein, denn umgekehrt ist es genauso. Es fällt zum Beispiel dem Asiaten auch schwerer, Europäer zu unterscheiden. Natürlich immer die Ausnahme, so man nicht mit ihnen groß geworden ist, etc. pp. Das gibt natürlich immer noch die Ausnahme und so weiter. Ich bin mir gerade ganz unsicher, ob ich das hier alles so machen soll, wie ich das gerade mache. Oh, hier habe ich ja schon. So, habe ich da 3, 3. Wenn ich überhaupt Dreierfenster haben will. Ich könnte ja 2 machen. 2. Ne, das geht nicht. Ich kann 2 Dreierfenster machen. 1, 2. 1, 2. 1, 2 geht nicht. Alter, jetzt schlabbert der Schleim die ganze Zeit im Untergrund rum. Und ich bin mir nicht sicher, ob das geil aussehen wird hier, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen wird es in erster Linie klein aussehen. So, machen wir mal Folgendes. Uah.
So, dann gucke ich hier erstmal rüber. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, wie das am Ende aussehen soll. Das merkt man wahrscheinlich auch. Und ich weiß, dass es sich hier um ein generisches kleines Häuschen handelt. Eins, wie sie eigentlich immer aussehen. Da müssen wir uns noch was Besonderes für ausdenken oder mal gucken. Huch! So, das Einzige, was sich hier ändert, ist, dass wir hier quasi ein kleines Winkelhäuschen haben. Und dann müssten wir hier quasi auch eine Wand reinziehen. Und hier müsste ich dann, ich kann ja noch dreimal quasi sagen, da müsste dann auch da noch ein Balken rein. So. Ich müsste mir mal Vorlagen für sowas machen. Ich müsste sowas mal vorher bauen. Und wir dann mal richtige Vorlagen dafür machen. Und nicht so wie hier, so heiti-teiti, einfach so drauf losbauen. Das mache ich irgendwie immer. So. Das sieht ein bisschen düster aus, so ehrlich gesagt. Man könnte die Häuser natürlich noch, dass man immer so eine Treppe hochgeht und so ein bisschen, dass die Häuser dann quasi ein weiter oben stehen. Dann käme das dir mit den Bohlen, glaube ich, besser. Ich werde nicht schlau aus denen, wann die mir was tun und wann nicht. So, jetzt haue ich mir erstmal ein paar Kartoffeln rein, damit ich schmackhafter werde. Ich bin vielleicht momentan ein bisschen zu ausgezehrt. Ich futter mir erstmal wieder saftige Man-Boobs an. So, vielleicht bin ich dann gesellschaftlich akzeptiert. Offenbar nicht. So, angenommen, man kommt hier rein. Das ist ja wunderschön. Da müsste man hier eigentlich noch so ein Trending machen. Eventuell hier auch nochmal eins. Ich weiß noch nicht, weil so immer alles so offen haben. Ist natürlich theoretisch schön, in der Praxis weiß ich nicht. So, mache ich hier mal zu, dann muss man zumindest hier so gucken. Hier könnte man es theoretisch so offen lassen, aber... So. Weiß ich nicht. Ein Dach brauchen wir auch noch irgendwie. Macht man hier wieder schöne Schindeldächer oder macht man hier dann mal so Flachdächer? Bin überfragt. So, hier würde ich ganz gerne dann so einen Zaun hinmachen, damit es so ein bisschen aussieht wie Außenterrasse quasi. Und hier müsste ich dann tatsächlich noch einen in die Tiefe gehen, wenn wir das Wasser wirklich durchgehend machen wollen, auch unter diesem Ding, dass das Wasser dann da unten auch durchgeht. Wobei, das kann es nicht, weil das ist Gravel. Und Gravel können wir nicht auf Wasser legen, leider. Und die Terrasse dürfte dann theoretisch auch nicht in der Höhe sein, es sei denn doch, wir lassen das so. Dann reiße ich hier erstmal alles weg und hinterher fluten wir sozusagen, oh, das wird ein Hin- und Hergelaufe, wenn wir hinterher die ganze Stadt wirklich mit Wasser fluten, damit wir hier zwischendurch immer überall Wasser haben, also quasi wie so eine, wie so ein Little Venedig sozusagen. So, dann können wir die Terrasse da auch lassen, dann ist sie halt vom Wasser umspült und fertig. Und hier könnten dann so Lampenpfosten an die Ecke und so weiter und so fort. Dann machen wir uns ja quasi tatsächlich eine Art Stadt oder noch ein Dörfchen mit mehr Häusern, wie auch immer man das nennen möchte. Jetzt habe ich immer noch ein Haus gebaut und laufe hier orientierungslos hin und her. Was aber daran liegt, dass ich nicht genau weiß, was ich hier eigentlich machen möchte. Verdammt. Ob ich das gleich erstmal ausprobiere, ich weiß es nicht. Manchmal wäre es viel einfacher, im Creative Mode rumzubasteln. So, der ist weg. Da wäre es viel einfacher, im Creative Mode rumzubasteln, weil ganz ehrlich, dann könnten wir mal eben mal dies probieren, mal das probieren.
So. Hier mache ich erstmal Fackeln. Und dann grabe ich hier mal ein bisschen weiter. Ich weiß nicht genau, ob wir hier dann irgendwann auf die Gegend stoßen müssten, wo wir alles noch hohl gelassen haben. Warte mal, ich mache hier mal ganz kurz den hier. Denn ich würde dann auch gerne was anderes natürlich realisieren. Das hatte ich ja schon mal irgendwie andeutungsweise gesagt. Oben die Stadt muss ich nochmal gucken, wie genau ich das da baue, was ich da genau hinbaue. Das kann ich momentan noch gar nicht so sagen. So. Auf jeden Fall haben wir da noch eine Menge zu tun. Und ich schmeiß mal eben irgendwas weg hier. Wieder so ein scheiß Flint, Alter. Diese Flints sind so überbewertet. Na, guckst du zu? Willst du mir aber nicht essen, ne? Gut. Gut. Ich bin jetzt ein bisschen paranoid, weil die Dinger ja manchmal angreifen, manchmal nicht. So, Erde nehme ich natürlich wieder mit. Man weiß ja nie. Oh. Ach ja. Da gab es irgendwann mal so einen Film. Ich weiß nicht genau, wie der hieß. Da waren die Menschen Zombies. Und wussten das gar nicht. Die sind irgendwie Zombies geworden. Und für die, ich weiß gar nicht, wie hieß denn der? Für die war alles noch normal quasi. Das heißt, die haben sich halt miteinander unterhalten und so. Und hey, was machst du heute? Ja, ja, hier, bla, bla, bla. Und für alle Außenstehenden, also für Menschen, war das dann so, dass da irgendwie diese komischen Gestalten rumliefen und die ganze Zeit nicht geredet haben, sondern immer so. Die haben es aber gar nicht gerafft, weil die halt untereinander ganz normal geredet haben. In ihrer, sozusagen, in ihrer Zombiesprache. Da ist natürlich die Frage, was ist denn, wenn wir alle Zombies wären und wüssten es gar nicht? Was wäre denn dann, liebe Freunde? Was würdet ihr tun? Und die Frage ist natürlich auch, was würdet ihr tun? Immer ein interessantes Thema. Wenn morgen die Zombie-Apokalypse einsetzt, was würdest du tun? Wie würdest du dich verhalten? Was wäre dein erstes Ziel? Wie würdest du die Menschheit, dich selbst und die Menschheit retten? Wo würdest du anfangen? Was genau würdest du tun? Hast du schon Vorräte angelegt? Und was, wenn wir alles schon Zombies sind? Wenn wir einfach die ganze Welt zugrunde richten, wie dieses, mit diesem viruösen Verhalten, das wir an den Tag legen. Was, wenn wir tatsächlich schon die Zombies sind, die Plage, die die Erde heimgesucht hat? Was denn dann? Und was, wenn es eines Tages eine Menschenepidemie gibt? Wenn Menschen wieder anfangen, menschlich zu werden und nicht nur auf den Profit zu achten. Oder nicht nur darauf achten, möglichst alles irgendwie aus irgendeinem bescheuerten negativen Aspekt zu sehen. Tja, was denn dann? So, ja, unten wird es sehr schnell sehr groß. Allerdings habe ich immer noch die Befürchtung, dass wir hier leider sehr falsch graben. Jetzt mag sich der ein oder andere fragen, was ich hier mache, warum ich überhaupt grabe. Das ist dann natürlich wieder die andere Seite der Stadt. So, das wollte ich eigentlich machen. Diese Unterstadt sozusagen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird wieder viel zu groß, wenn ich das jetzt alles aushöhle. Das wird doch dann alles wieder Ewigkeiten brach liegen. So realistisch muss ich sein. Ich musste mal die Verhältnismäßigkeiten für ein Let's Play sehen. Das ist leider nicht immer ganz so einfach. Jetzt lass das. Ja, das ist leider nicht ganz so einfach, weil man hat so die Projekte, die man gerne machen möchte. Man hat so manchmal auch Ideen und will die dann umsetzen. Ach, wie gerne ich auch ein großes Schloss bauen würde und so weiter und so fort. Aber für ein Let's Play ist das leider immer so eine Sache, weil ja ganz ehrlich, du baust da halt Ewigkeiten dran. Man hat es an der Erntemaschine gesehen und es würde sich viel zu sehr in die Länge ziehen. Hier so ein Dörfchen. Naja, gut, das ist auch schon ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt, hier eine Stadt hinzubauen. Aber das Problem ist auch, in Minecraft musst du ja auf Dauer eh bauen. Da bleibt ja gar nichts anderes übrig.
Weil sich einfach nur eine Behausung zu bauen und die immer weiter auszubauen, immer weiter, ganz ehrlich, das macht doch jeder Arsch. Ich baue mir jetzt ein Haus, dann baue ich eine Bibliothek, dann baue ich eine Küche, dann baue ich einen Lagerraum, dann baue ich noch einen Lagerraum, dann baue ich noch, mache ich noch eine Plantage für Bäume, dann mache ich noch eine Schweinezucht, dann mache ich noch eine Hühnerzucht, dann mache ich noch dies. Das ist halt immer irgendwie so was. Immer. Und eine eigene Stadt bauen, gut, das zieht sich, man baut irgendwie 50 Häuser, vor allen Dingen der ich hier dauernd im Kreis rumlaufe, ich muss gleich mal die Aufnahmen unterbrechen und erstmal gucken, wie ich weitermache, das weiß sie noch gar nicht. Aber letzten Endes wird es bei Minecraft natürlich immer aufs Bauen hinauslaufen, immer. Deswegen ist es ja ein Sandbox-Game, das ist ja gar kein RPG, wie es jetzt ja hingedreht wird. Es ist natürlich schon streckenweise inzwischen ein RPG, aber eben... Das Hauptaugenmerk liegt... Oh, Wolle. Da war gerade Wolle. Das ist ein Zeichen. Ich muss Wolle holen und die Stadt aus Wolle bauen, nicht aus Steinen. Ob das eine Alternative zum Wolkenpalazzo wäre? So. Ja, ist ja gut. Hier kommt jeder dran.